Wir befinden uns im Kern, im Herzstück der Sammlung Falkenberg. Wir sind im Schiebelager der Sammlung. Das ist ein Lager, wo eben die großen Bilderformate, kleinere Größeformate hier in Schiebewänden aufgehängt sind von A bis Z. Und man darf eben bei der Sammlungsführung am Samstag genau das ansehen, sogar unter unserem wachsamen Auge selber einmal einen großen Namen wie Kippenberger oder Albert Oehlen oder Dieter Roth herausziehen. Das Spektrum der Arbeiten umfasst tatsächlich die ganzen Sammlungsschwerpunkte. Es ist sowohl der grotesk-dadaistisch-punk geprägte Bereich hier zu sehen, deutsche Künstler und vor allen Dingen West Coast amerikanische Künstler. Aber es ist eben auch Konzeptkunst zu sehen, was ja die zweite große Säule ist, und vereinzelt auch Fotografie. Fotografie muss aber anders gelagert werden, genauso wie die Skulpturen und die großen Installationen hier nicht gelagert sind. Es gibt noch ein großes Sammlungslager am Flughafen. Das ist also nicht dabei. Die Sammlung umfasst ja mittlerweile 2200 Arbeiten. Wenn man sich überlegt, dass eine Arbeit, eine Serie als eine Arbeit gezählt wird, ist das ein so großes Volumen, dass das selbst dieses große Schiebelager sprengen würde. Jean Baltasari, eine ganz wichtige Figur in der Konzeptkunst, die ja eine große Säule der Sammlung Falkenberg ist. Walter Bowitz, eine junge Hamburger Position. Monika Bonvicini. Sophie Kall. Werner Büttner und Sophie Kall, zwei Schiebetafeln vereint. Das Schiebelager ist so unglaublich beliebt bei den Besuchern, weil sie eben selbst Namen, die ihnen irgendwann mal untergekommen sind, herausziehen dürfen. Sie sind hautnah dran. Es ist ein quasi körperliches Erleben von Kunst, wie man es selbst ein Stockwerk höher schon nicht mehr hat. Da sind die Bilder aufgeräumt an der Wand. Das ist aufregend. Aufregend ist auch die Konstellation der Arbeiten zum Teil, weil es eben diese alphabetische Struktur hat, treffender plötzlich Fluxuspositionen neben zeitgenössische Malerei. Und das beginnt allein dadurch, durch diese Konstellation im Schiebelager, beginnt das Denken im Kopf der Betrachter. Und auf der Rückseite wichtige Arbeiten aus dem Gesamtwerk von Martin Kippenberger. Dumm geboren, nichts dazugelernt, dumm gestorben. Lebensmotto. Dann diese Arbeit, ein Neuerwerb von Harald Falkenberg, Selbstjustiz durch Fehleinkäufe aus der Serie IMP ist nicht peinlich, wo er eben mit einer Liaison abrechnet, die er mit einer Künstlerkollegin hatte. Und dann gehen wir rüber in die noch längere Reihe, zum Beispiel zu Paul McCarthy, eine Lithografie-Serie. Die Sammlungsführungen finden Samstag um 12 Uhr statt und man meldet sich einfach übers Internet dazu an. Und wir beginnen im Schiebelager und gehen dann weiter in die permanenten Installationen, zum Beispiel in die Meseräume oder weiter in den Kesslerraum und zu Thomas Hirschhorn. Und wenn man eben zur Wechselausstellung geht, dann ist dafür nicht genug Zeit. Also das ist die Besonderheit, dass man eben sich der Sammlung Falkenberg konzentriert widmen kann.